So Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder mal irgendwo in Österreich unterwegs und sind gerade am Weg zu einer alten Eisenbahnfabrik. Das Ding steht seit Ewigkeiten leer, schaut mega wild aus. Bin gespannt, ob wir reinkommen. Wenn es euch interessiert, dann bleibt's dran. Let's go! Martin ist am Start. Immer doch. Agnes ist am Start. Und wir stehen schon davor. Schaut schon richtig arg aus, die Fenster alle eingehauen. Betreten der Baustelle verboten, Elternhaft für ihre Kinder. Ja. Glaubst du an deine Eltern so auch, wenn sie da erwischt? Hab ich Eltern? Ja. Nein, natürlich ist es nicht schlimm, wenn das da steht. Wir haben eher Genehmigung, wie immer. Dann schauen wir jetzt mal rein. Alter, das schaut arg aus mit dem Dach. Boah! Bravo über Österreich. Wir müssen uns da jetzt durchkämpfen, also einschmuggeln. Das heißt, wir gehen einfach rein. So ultimativ schwierig, ja, und ultimativ unauffällig, vor allem keiner hat uns gesehen. Circa 1000 Leute. Aber wurscht. Das ist jetzt die ganze Fabrik da. Das war eine riesen Eisenbahnfabrik. Schaut sich das an mit dem Turm. Das ist so, Freunde. Direkt rein und schauen, was abgeht. Alter! Das Ding schaut mega wild aus schon. Komplett arg. Alter. Da ist ja alles im Arsch. Das ist eine richtige Ruine da. Heftig. Alter. Da schaut's aus, Freunde. Das ist richtig krank. Geiles Graffiti auf jeden Fall. Wir gehen auf jeden Fall schon mit Stirn rauf. Das ist schon mal interessant. Was ist das da? Hä? Haben wir einfach Toiletten? Voll der Toilettenbereich? Hallo! Lauter Toiletten? Hallo! Ich hab beschlossen, ich gehe jetzt einfach nach und du redest für mich. Geht vor, okay, passt. Das sind auch noch Toiletten oder sowas? Vor allem habe ich meine Flaschen nach. Hast du die am Start? Ja. Okay, das ist auch da alles im Arsch, Alter. Wo geht's da hin? Ist da Wasser, Agnes? Weh! Da ist Wasser. Es steht voll raus ins Wasser. Das ist wirklich ein Drecksbrühe, grauslich. Da die ganze Elektronik noch. Da schau, damit du weißt, welche Nummer welche ist. 1, 2, 3. 2, 3, 3, weißt du, was ich meine? So durcheinander. Sehr geil. Alter. Heftig. Jetzt schauen wir mal da auf, Jere. Geh direkt auf. Alter. Komm auf! Alter, da ist einfach so ein Fliesenboden. Das dürfte mal irgend so eine Halle gewesen sein, oder was? Hat ja auch Fragen. Alter, geil! Alter, das Dach! Sexy! Hast du einen sexy Boden? Der Boden ist richtig sexy, ja, der ist so richtig. Ja, nobel einmal gewesen. Sind das Fliesen? Das sind Fliesen, ja? Ja, das sind Fliesen. Geil. Alter, was gefunden? Da ist jetzt ein Aufgang. Da ist ein Stirnaufgang. Seht ihr? Das ist so ein Metallstiege. Schauen wir mal. Yes, da geht's auf. Da gehen wir jetzt in diesen Turm, ja. Ich muss nur sagen, das Einzige ist, schaut nicht mehr so safe aus. Schaut nicht mehr so safe aus? Nein, ich finde gar nicht, oder? Ich finde gar ist nicht. Können wir sie mal ein Stück laufen und schauen wir, wie die Stirn ausschaut, weil die fühlt sich schon scheiße an. Jetzt? Ja, schau, wir dann mal durchwechseln. Zu ihr vorgehen. Ja, geh mal auf. Du bist okay, ja weit leichter wie ich. Wieder. Wenn ich aufbekomme, dann kannst du es abholen. Oh, das ist sauber. Alter, man geht auf, wie das fliegen gleich 30.000 Daumen weg. Wie grausig ist denn das? Okay, Leute, also da ist auch schon alles komplett im Arsch, Alter. Wirklich, es sind tausende Daumen da drin. Was das Ganze echt reinig macht. Okay, da bin ich vorher gerade aufgekriegt. Fuck, Alter. Okay, Leute. Also mit den Daumen ist mega gründig, die anderen schauen jetzt einmal auf. Wie safe das ist in der Zwischenzeit. Boah, schauen wir die anderen Sachen an. Das Ganze ist ja riesig da. Alter, was ist da noch? Habe ich das so? Halle? Da liegen irgendwelche Metallträger am Boden umeinander. Okay, dann schauen wir mal da nach vorne, was da so ist. So,
Also, da oben sind die zwei jetzt auf dem Turm. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt, dass nichts oben ist, außer leerer Raum. Das heißt, aufhängen zahlt sich nicht aus. Ja, mal durchschauen, jetzt muss ich finden, weiß ich. Da gibt es ganz schön viel Sachen. Alter, da ist zu. Und es steht Airbags drauf. Das ist ein Zeichen, oder? Ich glaube, da müssen wir direkt einmal reinschauen. Das schaut alles jetzt zu aus. Da ist zu. Was ist hier? Doch, da ist zugeschweißt, da bin ich geschissen. Scheiße. Okay, Freunde, das Ganze ist nicht einmal so einfach, wie wir es gedacht hätten. Es ist daneben ein Restaurant mit einem Gastgarten. Da sitzen irrsinnig viele Leute draußen und schauen die ganze Zeit zu. Es gingen da und Leute vorbei, es ist, die Polizei ist vorbeigefahren. Ja, nicht so einfach. Aber wir ziehen es durch. Was ist da noch? Okay, da geht es nur nach draußen. Okay, da schaut es wild aus. So ein gelber Boden einfach. Heftig. Oh, Freunde, da stinkt es teilweise. Das ist fürchterlich, wirklich. So richtig nach altem Benzin oder was. Das ist so grauslich. Okay, Leon, da geht jetzt die Stiege rauf. Die ganze Stirn schaut halt einfach nicht mehr gut aus. Das muss ich ehrlich sagen, man kann sie aber auch nirgends festhalten, weil alles voll geschissen ist. Wie ihr sehen könnt, da ist alles voller Vogelscheiße. Da sind so viele Tauben. Also ich kann euch nur eins sagen, umso weiter man da aufgeht in der Location, umso schlimmer wird es. So eine Schicht Scheiße. Also ganz ehrlich, Leon. Na danke. Ich schau mal den Rest da, aber da oben ist war komplett leer und wirklich alles voll geschissen. Man sagt alles, meine ich alles. Das ist schon zu heftig. Bäh, so viel Kacke. Da steht so eine uralte, weiß nicht, was ist das? Presse oder sowas, gell? Oh, keine Ahnung. Irgend so eine Maschine, ja? Heftig. Sieht nicht so aus. Heftig. Auf jeden Fall ist das ein ultra kräftiger Lastplatz. Also der ist richtig gerade. Das mit den Tauben, das ist schon, weiß ich nicht. Da sind wir Kakerlaken alles lieber, aber die Tauben sind echt ranzig. Das ist alles Scheiße. Ja. Da sind die Stützen. Wenn du da reingehst, ist direkt ein Rohr. Das ist irgendwie so Abzugshauben oder was. Ich weiß nicht, was da gemacht worden ist, aber es schaut heftig aus. Da liegt haufenweise so kleine Kohlestückchen herum. Das ist echt krank. Und da geht es wieder in den nächsten Bereich. Dann schauen wir jetzt auch nochmal rüber. Wo geht's hier hin? Ah, okay, das ist das, wo wir vorhin durchgeschaut haben. Genau. Wo man wieder in den Raum kommt. Okay. Hier ist dann. Ah, der Zwischenbereich. Okay, nein, ich höre mich schon aus. Okay, dann, somit haben wir die ganze Location gesehen. Mega. Geil. Ultrasichere Decken. Perfekt. Da hängt noch so eine uralte Glocken. Und die hat einmal geläutet. Und irgendwas war wahrscheinlich Feueralarm, was auch immer. Bei uns ist jetzt auch Alarm, nämlich Abbruch. Die Location ist so grauslich. Es ist alles voller Vogelscheiße. Es stinkt bis zum Gehtnimmer. Und im Endeffekt dann immer recht viel zum Sehen. Ich wollte es euch trotzdem einmal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.